Wir haben ein großes europäisches Forschungsprojekt, GrowBot, an dem wir beteiligt sind, welches vom Italian Institute of Technology koordiniert wird. Und die Idee ist, eine völlig neue Art von Softrobotern zu bauen. Und eine Pflanze, die wir als Inspiration verwenden, eine Pflanzengruppe, das sind Lianen. Hier sehen Sie so eine große tropische Liane, die hier hochgeklettert ist. Und was uns in GrowBot fasziniert ist, wie solche Lianen unbekannte, dreidimensional komplexe Räume bewachsen, besiedeln. Wir wollen jetzt natürlich keine Liane als Pflanze nachbauen, sondern die aktuelle Idee ist, die kleine 3D-Drucker zu nehmen, die dann viel, viel schneller als die Lianen können, praktisch nach hinten den Lianenachse absondern, vorne Ranken raussprühen, mit denen sie sich neu verankern können und somit viel, viel schneller als das Wachstum von Pflanzen, aber nach dem gleichen Prinzip unbekannte Habitate ja, zu erforschen, zu explorieren. Einsatzbereich von diesen GrowBots wären auch zum Beispiel Verschüttungen, wenn also Häuser zusammenbrechen bei Erdbeben, wo man ja ganz schlecht sehen kann, wo irgendwelche Leute noch verschüttet sind. Da könnte man dann solche Pflanzenstrukturen, inspiriert von Lianen oder auch von Wurzeln, solche Soft-Robots reinwachsen lassen. Und unser Ziel ist, dass wir in 4 Jahren etwa einen wirklich funktionsfähigen Demonstrator haben, wo wir das Potenzial dieser völlig neuartigen Typs von Soft-Robots demonstrieren können.